Dramatisch geht es jedes Mal zu im bosnischen Fernsehen. Die Halilovic lieben genau das. Geschichtsträchtige Serien aus der Türkei, die osmanische Zeiten in den Himmel heben. Kitschig, in Bosnien aber, ja fast auf dem ganzen Balkan, trifft das einen Nerv. Mir liegt einfach der türkische Akzent. Das spüre ich in meinem Herzen. Ich kenne das auch aus dem Alltag, wenn ich in die Stadt fahre und türkische Touristen antreffe, die mir sofort vertraut vorkommen. Irgendwie seelenverwandt. Ähnlich geht es auch diesen aus der Türkei nach Sarajevo angereisten AKP-Politikern auf einer Gedenkfeier für Ali Izetbegovic, dem früheren bosnisch-muslimischen Präsidenten. Er starb vor 14 Jahren. Seitdem gab es fast kein Gedenken ohne offizielle Vertreter der Türkei, als Zeichen tiefer Verbundenheit mit dem bosnischen Muslim, auch während des Krieges. Die meisten Opfer sind Muslime. Präsident Ali Izetbegovic fühlt sich vom Westen im Stich gelassen, auch als sich der Genozid von Srebrenica anbahnt. Die UNO und die NATO müssen gewaltsam die Schutzzone von Srebrenica wiederherstellen und die serbischen Truppen aufhalten. Doch der zuständige UNO-Gesandte zeigt sich in dieser furchtbaren Situation so unentschlossen. Unfassbar, welche Tragödie er in Bosnien damit anrichtet. Zu Beginn des Krieges weiß jeder, Izetbegovics muslimische Volksgruppe ist militärisch unterlegen. Ohne Zögern erhält Izetbegovic Hilfe, auch inoffizielle, aus der Türkei oder aus anderen islamischen Ländern. Selbsternannte Gotteskrieger, hier auf einem Propagandavideo, werden beispielsweise nach Bosnien gebracht und dem Befehl von Izetbegovic unterstellt. Die vielfältige und finanzielle Hilfe, auch aus der Türkei, hat Izetbegovic Sohn Bakir nie vergessen. Sein Vater ist für ihn weiterhin ein Vorbild. Mein Vater lebt in unserem Bewusstsein heute immer noch, als ein ideologischer Führer. Entweder wird er nicht gemocht oder er wird geliebt. Um Letzteres kümmert sich inzwischen dieses Filmteam in Sarajevo. Ihr Auftraggeber nicht aus Bosnien, sondern das türkische Staatsfernsehen. Entstehen soll ein filmisches Denkmal für Ali Izetbegovic, der Zeit seines Lebens ausdrücklich einen starken politischen Islam wollte. In Bosnien dafür selbst in eigenen Reihen umstritten, nicht aber in der Türkei. Die Uraufführung der TV-Produktion nicht in Sarajevo, stattdessen in Ankara. Mit Standing Ovations für Alias langjährigen Freund, dem heutigen türkischen Präsidenten, der bei Alia war, kurz vor dessen Tod. Alia hielt meine Hand und sagte zu mir: Ihr Türken, schützt mein Land, setzt euch für mein Bosnien ein. So erinnere ich mich an Alia. Für uns ist klar, wir werden Bosnien weiterhin beschützen. Das Hilfeersuchen vom Sterbebett. Ein Freibrief für Erdogan, um hier in Bosnien seine politisch-religiösen Interessen durchzusetzen. Kritiker sind entsetzt. Sie können, wenn Sie im Sterben liegen, von jedem Besucher, der zu Ihnen kommt, alles verlangen. Aber dies dann zu einer Art Staatsraison zu erheben oder daraus die Zukunft eines Landes bestimmen zu wollen, das ist unverantwortlich. Aber es geschieht im bitterarmen Bosnien. So ist diese Schulklasse froh, weil sie von der Türkei gesponsert wird mit Smartboards, interaktiven Tafeln. Kein Einzelfall. Bosnische Lehrpläne werden extra angepasst. Überall im muslimischen Teil Bosniens ist Türkisch als zweite Fremdsprache auf dem Vormarsch. An dieser Schule lernt bereits jeder zweite Türkisch. Woran liegt's? Das sind ganz enge Verbindungen, weil wir doch dieselbe Religion haben. Und das verbindet uns. Es ist ein ganz tiefes inneres Gefühl. Geändert hat daran auch nichts Erdogans antidemokratischer und antieuropäischer Kurs. Im Gegenteil, Bakir Izetbegovic hält zu Erdogan. Solange Bewunderer meines Vaters Alia da sind und solange es Erdogan und mich gibt, werden unsere Beziehungen, wenn Gott es will, noch stärker werden. Ich verstehe es nicht.
Wie kann jemand wie Bakir Izetbegovic den Erdogan unterstützen, der ja Menschen in der Türkei wegen ihrer Meinung ins Gefängnis stecken lässt? Unfassbar, dass Bakir Izetbegovic sich verleiten lässt, Erdogans Politik auf diese Weise zu unterstützen. Die Halilovics sehen das nicht unkritisch. Trotzdem ist für sie das Land weiterhin Nummer eins. Ich habe nichts gegen Europa oder Deutschland. Aber unsere Beziehungen zur Türkei sind noch einmal ganz anders. So lernt auch der jüngste Halilovic türkisch. Sein Traum, raus aus Bosnien mit einem Auslandsstipendium. Ob in die Türkei oder ein EU-Land, wird von dem Stipendium abhängen. Nach der Devise, wer bietet mehr, die EU oder die Türkei. Wir sind eins. ARD.